Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's heute mit dem Abarth. Kleiner Zwischenstand, Essen Motorshow naht. Eigentlich wollten wir mit diesem Auto dieses Jahr auf der Rennstrecke noch ein bisschen unterwegs sein. Hat leider nicht ganz geklappt. Aber ich bin mir 100% sicher, wenn ihr das Ergebnis auf der Essen Motorshow seht, werdet ihr verstehen, warum. Weil, ja, ich bin wirklich selber, ich schaffe es ja aktuell vielleicht mal ein bis zweimal die Woche an dem Auto zu schrauben. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder hinkomme und das Auto sehe, es ist so von den ganzen Details ja schon wieder so geil geworden, dass... Also das Jahr hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt wieder sagen, Rennauto muss man nicht so perfekt bauen und so weiter. Kriege ich nicht hin, ich baue es lieber immer erstmal einmal perfekt und dann kann ich es immer noch kaputt machen. Weil es war ja schon so, dass wir in der Vergangenheit alle Autos immer benutzt haben. Deswegen keine Sorge, egal wie geil das Ding auf der Essen Motorshow dasteht, es wird am Ende benutzt werden. Kurzer Zwischenstand, heute gibt es die Hochzeit, wir bauen den Motor ein. Aber vorher muss ich euch nochmal das Prachtexemplar von Ron zeigen, Firma Nadelworks. Zieht euch das rein, Alter. Ihr erinnert euch, wir haben die komplette Lenksäule versetzt. Das heißt, das Lenkrad sitzt jetzt deutlich tiefer. Das ist jetzt die oberste Stellung. Lenkrad sitzt deutlich tiefer, deutlich weiter hinten und deutlich weiter zur Mitte gerichtet. Das heißt, der ganze Sitz sitzt jetzt auch maximal in der Mitte und maximal tief. Hier sind wir gerade noch am Bauen. Da gibt es von Daniel Animal Racing noch ein paar spezielle geile Konsolen, weil da gibt es laut Reglement eine Vorschrift für. Ich glaube, die Seiten müssen 3 mm haben und die Basis muss 5 mm starr sein. Das ist ordentlich. Das bringt den Schwerpunkt noch mal ein bisschen nach unten. Da blutet mir auch das Herz, das einzubauen, weil ich bin der Meinung, wir sind gewichtstechnisch auf einem wirklich extrem guten Weg. Extrem, extrem, extrem. Ich will noch keine Prognose sagen, aber das wird richtig gut. Da bin ich mir sicher. Das wird leicht. Ja, wir haben es jetzt so radikal gemacht, weil wir jetzt ein Jahr lang Zeit hatten. Das wird nächstes Jahr richtig, richtig geil. Aber zieht euch hier dieses ADU-Display rein. Noch ist es nicht festgeschraubt. ADU-Display, das musste Ron natürlich nochmal mit Alcantara beziehen, weil er sagte, das können wir jetzt nicht beflocken. So, jetzt ist das Problem, hier kommt ja noch die Lenksäule drunter, also die Verkleidung. Zack. Guck, hier mit Magneten hat er mir nochmal schnell so ein Ding gebaut, okay, dass man das Ganze am Ende auch montieren kann. Radio ist rausgeflogen, wie sich das gehört. Und alleine wie dieses Alcantara-Armaturenbrett hier wieder in dem Auto drin. Ja, das sieht schon echt gut aus. Ich finde halt diese Bereiche hier geil. Wir mussten ja das Armaturenbrett für den Käfig ausschneiden, weil der Käfig steht ja hier und das Armaturenbrett wird so reingeschoben, ne? Und jetzt so diese Bereiche hier, wie geil das alles auslackiert ist und so weiter. Das wird schon gut aussehen, glaube ich nicht. Also in Zusammenhang. Ja, ja, ja. Wenn ihr das Auto auf der Essen Motorshow seht, guckt einfach so ein bisschen in die Details rein. Ist wirklich... Bist du zufrieden soweit? Finde ich richtig geil. Sehr gut. Richtig gut. Könnte ich den ganzen Tag drauf gucken. Naja, also so ist das jetzt wirklich. Wenn jetzt noch... Ihr wisst ja noch nicht so alles, was so kommt. Also es kommt auf jeden Fall bis Essen Motorshow noch ein paar Sachen, die man hier so noch nicht so bisher weiß. Und wenn das aber dann alles so montiert ist, wie sich das gehört, dann wird das schon richtig... Wird das schon richtig geil, richtig gut. Wir schieben den mal rein und dann bauen wir den Motor ein. Jawohl. Ja, das ist ja das Objekt der Begierde. Finde ich, ist auch ganz nice geworden. Muss ich schon so sagen. Wir hatten ja im Winter schon das ganze Kit fertig gebaut mit Verrohrungen, Downpipe und allem. Jetzt habe ich nur noch die ganzen Leitungen gebaut. Unsere schöne PTFE-Leitung mit dem Hitzeschutz drum. Dash 6 Wasservorlauf, Rücklauf. Dash 10 Ölrücklauf. Dash 4 Vorlauf. Und eigentlich ist hier hinter einmal alles anders als beim Original-Abarth. Original hat der Abarth so ein riesen Gelumpe hier aus Wärmetauscher, verschiedensten Leitungen, Ölkühler und so weiter. Das ist alles rausgeflogen. Wir haben eine Sandwichplatte ran gemacht und gehen direkt in den externen Ölkühler, der im Radhaus sitzt. Kleiner Ölfilter, sieht so ein bisschen motorradmäßig aus. An diesem Flansch können wir direkt den Öldruck für den Turbolader abgreifen, die Ölversorgung. Das heißt, das Öl geht wirklich direkt vom Motor in den Turbolader, wieder zurück unten in die Ölwanne. Ist alles minimalistisch gebaut, weniger geht da noch nicht mehr. Bisschen Wasser, den Wasserkreislauf auch noch ein bisschen verändert, haben schon überall Sensoren. Das heißt, wir nehmen sowohl ab Wassertemperatur, Wasserdruck, Öldruck, Öltemperatur, Benzindruck und sogar auch Benzintemperatur, weil ich mal gespannt bin, wie... auf der Rennstrecke, wo man wirklich fährt, wie heiß der Sprit da so wird. Ja, Wassermethanol, wie immer, ist auch drin, entlastet den Motor einfach, kann nie schaden. Klima ist rausgeflogen, alles ein bisschen, bis auf Kabelbaum ist er auch wirklich so fertig. Also ich behaupte mal, wenn wir jetzt gut gefrühstückt hätten, hätte man den dort so zu zweit da reinheben können. Ja klar. So, aber da wir das heute zum ersten Mal machen, übertrieben gesagt, machen wir es lieber mit Kran in Ruhe und vernünftig. Jawohl. Geht los? Ja.
mal kurz Motor einbauen, doch wieder in Schwitzen gekommen. Wir machen jetzt Folgendes. Ich fixiere den Motor jetzt als allererstes auf der rechten Seite, weil er kippt jetzt gerade logischerweise nach. Er ist jetzt so gekippt, er muss so gerade stehen. Deswegen machen wir ihn jetzt auf einer Seite einfach schon mal fest, dass wir ihn da aufhängen. Und den Rest machen wir dann mit dem Kran auf der anderen Seite. So, das heißt, auf der Seite ist jetzt schon mal da, wo er muss. Jetzt gucken wir uns die andere Seite an. Muss ich mal einmal gucken, wie rum das war. Ja, passend zu meinem Pulli, das Lila. Keine Angst, hier kommen noch neue Muttis drauf. Das kriege ich auch nicht hin, wie das gerade aussieht. Oben ist jetzt erstmal einmal reinzubauen. Passt ja schon. Das Einzige, was bei Italienern ein bisschen nervig ist, ist gefühlt, ist jede Schraube eine andere Kopfgröße. 15, 18, was sie sich da nicht so alle überlegen. Immerhin schon mal fest, so kann ich mal raus. Das heißt, ich würde behaupten, wir können ihn jetzt loslassen. Und dann müsste er sich eigentlich. Hier ist überall Luft. Sieht gut aus. So, Max, ich würde behaupten, ich brauche dich jetzt mal einmal. Ja. Da ist hinten eine Pendelstütze drin. Die nimmt quasi die ganze Kraft auf, wenn der Motor sich jetzt so dreht. Wir haben ja gerade gesehen, wie der Motor sich nach hinten kippt. Da die jetzt aber unten rausgefallen ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die einfädeln müssen beim Runterlassen. Kriegen wir hin, oder? Weil hier, guck, wenn ich immer runterflipse. Ja, doch, geht doch so. Habe ich zum Glück in weiser Voraussicht so festgeschraubt, dass wenn man sie nach hinten dreht, doch da hält. Ja, ja, hat sie geplant. Hat ich geplant, genau. Ja. Jahrelange Motoren, Ein- und Ausbauerfahrung machen sich da bezahlt. Alter, guck es ja. Nicht schlecht, oder? Der sitzt. Zack. Gurte raus. Morgen Probefahrt, sagst du, ja? Ja, das schaffen wir nicht ganz. Wir müssen leider noch jede Menge Elektrik machen. Wir sind dran. Elektrik kommt als nächstes. Achso, also als nächstes könnt ihr euch bei dem Auto auf folgende Sachen freuen. Wie ihr seht, ist hier noch ein großes Loch. Da sitzt eigentlich die Bremse. Ich habe einen Grund, warum da noch ein Loch ist. Will ich aber noch nichts verraten. Da kommt auf jeden Fall, da habe ich was gelernt auf den letzten Monaten auf der Rennstrecke. Das kommt da auf jeden Fall zum Einsatz. Ich denke mal, da kriegt er nächste Woche ein Update. Und wie ihr seht, fehlt hier noch der Kabelbaum. Da wolltet ihr ja unbedingt das Ganze ein bisschen intensiver. Das werden wir auch machen. Aber das ist wirklich. Also einen Kabelbaum zu bauen ist schon extremer Aufwand. Das Ganze noch zu verfilmen ist leider noch mal mehr Aufwand. Deswegen müssen wir da mal gucken, wie wir das alles umsetzen. Aber wir sind auf jeden Fall, wir sind dran. Aber ich behaupte wirklich, dieser Motor ist so klein, zwei starke Leute, also die wirklich Power in Arm haben, die auch ein bisschen durchhalten, schaffen es, diesen Motor hereinzuheben. Ja. So, wenn ein Dritter ein bisschen guckt, was wie wo sie machen müssen, geht das schon. Also wird uns nicht passieren, sagst du, dass nee, wir den da reinheben? Gar keinen Fall. Mein Krafttraining ist im Kindergarten stehen geblieben. Wollt ihr noch sehen, wie die Front am Ende da bevor aussieht? Ja, ne? Also ich würde es schon gerne sehen, eigentlich. Kann nicht schaden eigentlich, ne? Ich glaube auch, dass das ganz nice aussieht. Und das Ganze hier mal wieder ein bisschen nach Auto aussieht, ne? Ich mache euch übrigens in die Beschreibung von diesem Pulli, den ich heute anhabe, einen Link rein. Das ist nämlich tatsächlich das letzte Überbleibsel von unserer Passion-Kollektion, was in allen Größen noch da ist. Also irgendwie haben die Leute nicht so diese Farbe gefeiert. Ich feiere sie auch eigentlich. Hast du auch ziemlich häufig an. Ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Deswegen an der Stelle nochmal ein Hinweis, Link unten in der Beschreibung. Den gibt es noch in allen Farben. Sonst alle Farben, Ratzeputze. Leer. Wir haben natürlich zuerst Motorschau wieder neue Sachen, aber von den Sachen war echt krass, wie schnell alle Farben weg waren. Ja. Jetzt als allererstes einmal alles festschrauben, dass nichts mehr schief gehen kann. So, die hier auch. Ist das jetzt die Sache, die du meintest, dass sich das bei dem Italiener nervt, dass das so viele verschiedene Sachen sind? Nee, das ist ja schon wieder Tuning. Ah. Okay. Aber ich verstehe nur gerade nicht, warum sie die Schraube so rum gemacht haben. Also hier ist ein Gewinde drin. Ja. Hätten ja auch die Schraube so rum rein durchdrehen können. Ne? Okay. Ja. So geht's auch, aber ist irgendwie so oldschool mit so einem L-Imbus eine Schraube.
mal ein bisschen gedreht. Hier haben wir übrigens mal wieder einen kleinen Sahara-Trick. Für alle, die härtere Motorlager haben wollen, beziehungsweise Getriebelager. Ich habe einfach aus dem Zubehör für 10 Euro ein neues Getriebelager gekauft. Das einmal richtig geil entfettet und komplett zugeschmiert mit Scheibenkleber von beiden Seiten. So. Und jetzt sieht man ja, ist das von der Bewegungsfreiheit her, was ja die eigentliche Lagerung ist, deutlich eingeschränkt. Und somit haben wir dann ein steiferes Lager. Perfekt. Weil für die Seite gibt es tatsächlich nichts zu kaufen. Für die Seite hier gab es ein PU-Lager zu kaufen, da nicht für. Eigentlich müsste man schnell eins selber bauen. Ist ja immer kein Hexenwerk, aber so geht auf jeden Fall auch erstmal. Geil, aber jetzt hängt er ja endlich drin. Und ich habe auch wirklich den Plan, dass der hier jetzt drin bleibt. So, also er ist wirklich so final fertig. Final fertig, dass nichts mehr schief gehen kann. So, jetzt gucken wir einmal von hinten. Ja. Hier haben wir nämlich die besagte Strebe. Das passt auch. Da müssen wir jetzt noch die Schraube für finden. Schraube haben wir, ja? Ja, richtige gefunden. Mal wieder ein schönes Feingewinde, wie das bei Abarth immer ist. Das heißt, man muss umso mehr kurbeln, bis die Schraube endlich drin ist. Die ziehen wir gleich auch noch fest, wenn wir dabei sind. Gibt es so einen Punkt, wo du dann alle Schrauben nochmal kontrollierst, ob alles fest ist? Oder? Gut Glück, ja? Also das kommt immer noch an. Wenn ich alleine früher geschraubt habe, also wirklich ein ganzes Auto alleine, dann habe ich es wirklich nicht kontrolliert, weil dann konnte man sich immer daran erinnern, ob man es angezogen hat oder nicht. Aber an jeder einzelnen Schraube erinnerst du dich dann? Ja, schon. Also man liegt dann abends so im Bett und überlegt sich, scheiße, habe ich die Schraube angezogen? Ja, natürlich. Nee, eigentlich geht das schon. Okay, aber wenn du mit mehreren an einem Auto ein bisschen rumfummelst, das... Ja. Muss man halt ein bisschen. Vertrauen so, jetzt, ist gut, Kontrolle ist besser. So, jetzt hatten wir hier noch zum Glück eine V-Windschelle zwischengesetzt. Das heißt, jegliche Auspuffmontage gestaltet sich auch hier recht einfach. Ja. Zack. Mal überlegen, welche Löcher waren es? Die. Oh, ich würde mal sagen, Schrauben suchen. So, als nächstes müssen wir hier unseren Maulkorb montieren. Ich bin echt, also bei dem Auto, um auf die Frage eben nochmal zurückzukommen, muss ich schon nochmal alles kontrollieren, weil hier so viele verschiedene Steps alleine. Soll ich das halten nebenbei hier? Nee, alles gut. Guck mal, wie saugeil das hier passt. Ja, okay. Hat mir jetzt echt alles gegeben. Hier sind so viele verschiedene Steps ins Land gegangen, dass ich auch bei manchen Sachen einfach gar nicht mehr weiß, ob da jetzt die richtigen neuen Schrauben drin sind oder nicht. Wenn das Ding dann erstmal läuft, dann geht es hier auf jeden Fall nochmal zur finalen. Einmal alles durchchecken. Muss aber eh noch Achse vermessen werden und so weiter. Also das macht man dann eh in dem Zuge nochmal alles automatisch. Aber wichtig ist erstmal, dass es das funktioniert. Einfach auch mittlerweile wirklich, habe ich vorhin schon gesagt, gutes Gefühl. Also ich freue mich so auf die ersten Meter Wilzwerk nächstes Jahr. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob wir jetzt nochmal 2 Wochen Gas machen, weil wir dieses Jahr noch einmal fahren könnten. Aber dann habe ich mir gesagt, das Auto ist einfach so schön und sauber. Das Jahr war so anstrengend. Wir stellen das Auto jetzt lieber einfach sauber zur Essen-Motorshow. Ja, sieht ja auch gut aus. Sonst, ne? Und alles ist gut. So, okay, hier kommt übrigens der Ölkühler hin. Mit Leitung direkt an den Ölkühler. Hier sieht man nochmal dieses Gebilde von Toro. Ist sie hier fehlt zum Beispiel eine Niete. Mhm. Aber hier, ich habe sie in weiser Voraussicht schon so hingestellt, dass ich sie gar nicht vergessen kann. Ja. Sprit haben wir ja relativ seriennah gelassen. Das heißt, die können wir hier einfach draufstecken. Hier ist noch die Tankentlüftung. Es wird. Das immens lange Druckrohr hier. So, wo man halt wirklich immer, was am meisten Zeit bei so einem Projekt kostet, ist halt wirklich immer alles zu bauen. Und wenn man es dann nochmal wieder einmal pulvern lassen will, das kostet halt immer die Zeit, ne? Ja, weil du zerlegst halt x-fach, ne? Guck mal, dann machen wir noch die Halter dran für die Stoßstange, dass der Unterfahrschutz da vernünftig dran ist und so, ne? Und das sind halt alles in Summe Schritte, die am Ende die Zeit kosten. Kannst du ja einmal mit dem Finger so halten. Hast du? Hm? So, alleine für die Montage von diesem Kühlerpaket, da weiß ich schon wieder, dass der Aufwand sich gelohnt hat, weil dass man das jetzt einfach so nehmen kann und das hier, okay, zweiter Versuch, hier ist sogar noch eine Markierung, ist sie hier oben? Ja, ne? Ja. Aber man sollte halt auch die Markierung, wenn man schon welche hat, ne? Sollte man sie nutzen, genau. So, alleine hierfür liebe ich den Aufwand des Schlosspakets schon. Schlossträgerpakets, Kühlerpakets. So, weil man kann das halt wirklich selber
ran. Eine Hand halten. Schrauben ansetzen. Zack. Ich finde dieses Paket sogar so gut, dann nimmst du durch das Ding ohne Stoßstange zu essen, Mutter. Kann man ja da vorstellen, die Stoßstange. Nee, das Auto sieht schon immer besser aus, wenn es komplett ist. Aber das sind immer so die Momente, wenn man das Ganze final montiert, nachdem man es wirklich 10-mal auseinander und zusammengebaut hat. Jeder von euch wird das kennen. Wenn man sich wirklich jetzt so weiß, so das ist jetzt die Endmontage, das sind immer die schönsten Momente. Festziehen brauchen wir das noch nicht. Das wird nämlich definitiv mit der Haube eingestellt am Ende. Aber jetzt kann ich mal zeigen, wie eng das hier am Ende dafür wird. Ne? Ja. So, ausgebaut denkt man immer so, boah, ist ja Platz ohne Ende. Ne? Aber jetzt hier geht gerade noch so die Ansaugung durch. Mhm. So, und dann ist es auch schon voll. Und hier sieht man jetzt auch leider, was ich immer sage, mit, dass die Teile sauber sein müssen. In diesem weißen Motorraum, alles schön, nur hier Getriebe dreckig. Ja, ja. Gibt aber auch Schlimmeres, oder? So, jetzt muss ich kurz überlegen. Das war der. Allerletztes. Jetzt auch noch die Schläuche dran. Die müssen wir natürlich nach der langen Zeit einmal sauber machen. Brauche ich gar nicht sauber machen. Wir haben nämlich nach langer Zeit endlich wieder Silikonschläuche bekommen. Tuning. Gibt es erstmal neuen direkt, was? Ja, hier, nee, orange jetzt von innen. Also unsere Alusschläuche sind jetzt von innen orange. Sind ultra stabil, 6 Lagen in dem Fall. Und jetzt können wir wieder bauen. So. Und Schlauch Nummer 2. Bisschen mehr drehen noch. Sitzt auch. Sieht gut aus. Was soll ich sagen, ne? Ich denke auch. Jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Wasserleitung hier verbinden. Die haben wir aber auch schon fertig irgendwo liegen. Ladeluft ist soweit durch. Den müssen wir noch ersetzen. Wen? Diesen Schlauch. Ja. Das ist auch noch ein alter, den wir erstmal so zum Anpassen gebaut haben. Kommt natürlich auch noch ein Alu-Schlauch drauf. Jetzt werden viele wieder vielleicht denken, warum machen wir hier Schläuche drauf, wenn es doch beim Oma-Golf so Probleme gab beim letzten Event. Man darf immer nicht vergessen, beim Oma-Golf reden wir von über 3 Bar Ladedruck. Das ist halt was anderes gegenüber Abarth 1,5 Bar. Ja. Also diese Thematik, ganz normal ein schönes Rohr bauen plus Schlauch plus eine normale Schelle klappt bis 2 Bar wirklich immer problemlos. Bei Limo hat das auch mit 3 Bar geklappt. Beim Oma-Golf wird nur das Problem gewesen sein, dadurch, dass der Motor einfach so brutal an dieser Vorderachse zieht. Mit 1000 PS, ist natürlich die Kippbewegung von dem Motor mehr als bei einem längs eingebauten Quadromotor. Ne? So, aber hier geht das so ohne Probleme, weil bei dem Motor habe ich es lieber, dass es halt noch ein bisschen sich bewegen kann. Ja. Also, dass es nicht alles reißt und kaputt geht, sondern einfach noch ein bisschen arbeiten kann. Yes. Cool. Ja, Stoßstange mal vor, oder was? Boah, willst du noch vorstecken? Können wir gerne machen. Ja, einmal nochmal zum Gucken einfach. Die können wir allerdings noch nicht final montieren, weil da fehlt noch das Gitter. Boah! Wow. Kann losgehen eigentlich, oder? Männlich, würde ich es nennen. Ist geil. Ja. So, vor allem selbst die Halter unten für die Stoßstange passen gleich. Ist wirklich so, dass man es dann bauen kann. Ja, ich würde sagen, Hochzeit ist gelungen. Ich bin happy, es geht voran. Vielleicht läuft das Auto auf der Essen Motorshow. Mal gucken, wie wir so die nächsten Tage vorankommen. Ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf ein Video freuen, wo es um die Thematik Bremse geht. Mindestens ein Video Thematik Elektrik. Dann noch ein anderes Video, wo noch so ein paar Teile verklebt werden. Und dann gucken wir, was noch passiert bis zur Messe. Ne? Jawohl. Wird geil, ich freue mich. Lasst ein Like für die Essen Motorshow da. Ich denke, das wird so richtig eskalieren. Also unser ganzes Team freut sich schon brutal auf diese Tage. Und wir freuen uns natürlich genauso auch bei euch. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.